Hallo liebe Zuschauer, Freunde, Fans und Unterstützer des VT1860. Herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe von Ein Zug für Mitteldeutschland. Einige werden sich mit Sicherheit wundern, denn wir befinden uns ja eigentlich in der Sommerpause, aber wir haben für euch sensationelle Nachrichten. Und für die besonderen Nachrichten habe ich mir den Ingo an die Seite geholt. Und der Ingo kriegt aber jetzt gleich noch besondere Gäste. Da verabschiede ich mich jetzt mal ganz kurz und wir sehen uns am Ende der Ausgabe wieder. Bis dann. Ja, auch von mir, liebe Freunde, Fans und Unterstützer des VT 1816, ein herzliches Willkommen hier in Dresden. Zumal heute an einem Sonntag. Ihr seht im Hintergrund, wir haben heute besondere Gäste. Es ist die erste Veranstaltung unseres Clubs, der 175. Exklusiv für Clubmitglieder. Es sind, glaube ich, nach meinem Wissen noch ein paar Plätze frei. Wer also noch Mitglied werden möchte, kann das gerne bei uns tun. Alle weiteren Hinweise finden sich bei uns auf der Webseite zum Thema Club der 175. Dann haben wir noch eine Bitte an euch oder an Sie, liebe YouTube-Zuschauer, beziehungsweise ein persönliches Anliegen. Ich denke, wie ihr alle wisst oder wie viele unserer Zuschauer auch wissen, diese Arbeit, die wir hier leisten, ob vor oder hinter den Kulissen, ob vor oder hinter der Kamera, erfolgt komplett von unseren Mitstreitern in ehrenamtlicher Arbeit, in der Freizeit. Das heißt also auch neben Beruf, neben Familie, neben sonstigen gesellschaftlichen oder persönlichen Verpflichtungen, die der eine oder andere hat. Aus diesem Grunde wenden wir uns heute an euch, denn wir suchen für unseren YouTube-Kanal Verstärkung. Verstärkung dahingehend, dass wir ein oder zwei weitere Interessenten suchen, die bereit sind, mit uns diese Filme, die ihr hier jeden Monat zu sehen bekommt, aufzuarbeiten, zu schneiden, teilweise zu vertonen oder einzelne Themenblöcke an den Frank zum Beispiel zuzuarbeiten. Ihr solltet ein wenig Erfahrung mitbringen im Umgang mit Videokamera, im Umgang mit Schnitttechnik, mit Computer. Das wäre zumindest mal eine gute Voraussetzung. Freude am Schneiden von Videos entsprechend, sagen wir mal, auch unseren Vorgaben. Der Umgang mit einem, da musste ich mich jetzt beraten lassen, auch vom Frank, da bin ich nicht so sehr der Fachmann drin, ne? Der Umgang mit dem Schnittprogramm Filmora 9 oder höher sollte euch geläufig sein. Den Zeitaufwand, den man dafür benötigt, hier um so einen Film, sagen wir mal, fertig zu bekommen, für den Schnitt, der liegt nach Angabe von unserem Frank bei circa 3 bis 5 Stunden Zeit im Monat für den Schnitt. Ich hoffe, das war richtig. Der Gesamtaufwand oder die Gesamtaufwandszeit im Monat für einen solchen Film liegt ungefähr mit allen Sachen, die dazugehören, so bei 20 bis 30 Stunden im Monat. Also da könnt ihr euch ausrechnen, so roundabout die Woche 4-5 Stunden bringt man da schon mal zu. An der Kamera, am Drehort, am Schneidetisch und um diese ganzen Sachen dann so in die Qualität zu bringen, wie ihr sie kennt. Das heißt, wer von euch Interesse hat, ihr könnt euch gerne bei uns bewerben an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse, die wird der Frank dann nochmal reinblenden. Ja, liebe Zuschauer, Freunde, Fans und Unterstützer des SVT, wir haben euch natürlich auch eine sehr freudige Botschaft zu verkünden und zu diesem Zwecke habe ich mir unseren ehrenamtlichen Geschäftsführer Mario Lieb hier an die Seite geholt und ich übergebe jetzt einfach mal das Wort an Herrn Lieb, damit er ein bisschen was dazu sagen kann. Bitte, Mario. Ja, liebe Hörer des Kanals, wir haben mit großer Freude vor circa 14 Tagen vom BMVI einen ersten Fördermittelbescheid für die Aufarbeitung des SVTs erhalten. Der umfasst eine Summe von 3,37 Millionen und soll sicherstellen, dass wir zunächst den fünfteiligen Zug aufarbeiten können. Wir danken an dieser Stelle allen, die uns und unserem Projekt das Vertrauen entgegengebracht haben. Ob das der Herr Jörg aus Görlitz war, der diesen Haushaltstitel im Bundeshaushalt untergebracht hat, den Mitarbeitern des BMVIs, die in einer sehr raschen Folge unseren Antrag und unsere Dokumente geprüft haben und natürlich auch den entsprechenden Staatssekretär, der vertreten durch den Kollegen dann den Fördermittelbescheid in Berlin übergeben hat. Wir hoffen damit, eine Grundlage geschaffen zu haben, den Zug aufzuarbeiten, aber das Gute kommt immer zum Schluss. Wer Fördermittel haben möchte, muss
muss auch Eigenmittel beistellen. Und bei einer Gesamtbudgetplanung von 4 Millionen ist es fast 1 Million Eigenmittel. Davon haben wir aktuell 200.000 auf unserem Konto und können damit zunächst die erste Bauphase sicher abschließen. Aber es heißt natürlich für Phase 2a und 2b, also die beiden Maschinen mit den zugehörigen Mittelwagen, noch fleißig Unterstützer zu finden, um die notwendigen Eigenmittel für dieses Projekt beizustellen. Ja, so viel zum Schönen und auch zu den nächsten Aufgaben. Die Partner, die uns unterstützen wollen, warten. Und ich glaube, wir können dann auch anfangen, den Zug aufzuarbeiten. Ja, danke Mario für diese aufschlussreichen und doch auch sehr schönen Worte. Liebe Zuschauer, liebe Freunde, liebe Fans, ihr habt es gehört. Wir brauchen natürlich weiterhin eure Unterstützung. Wir werden nicht müde, auf unser aktuelles Projekt hinzuweisen. Plan D, das ist doch erster Klasse. Die Informationen dazu findet ihr auf unserer Internetseite, die unten eingeblendet ist. Dazu wird es auch nochmal eine Veranstaltung geben, Ende September in Görlitz. Auch die Termine findet ihr bei uns auf der Webseite oder bei uns auch auf Facebook. Zu dieser Veranstaltung wird Andreas jetzt im Anschluss noch was sagen. So, wie eben angekündigt, übergebe ich jetzt an unseren Andreas. Andreas ist auch einer unserer fleißigen Bienchen aus der Kategorie Die Gesichter hinter den Kulissen. Andreas betreut unsere Facebook-Seite und organisiert, wie eben schon angekündigt, unsere Veranstaltung in Görlitz. Und dazu übergebe ich jetzt einfach mal das Mikro an Andreas. Bitte schön. Ja, hallo, liebe Zuschauer. Also wie schon Ingo angesprochen hat, also ich bin immer für die Facebook-Beiträge zuständig. Wir haben jetzt auch fast 2500 Follower, das ist schon eine ganze Menge, würde ich sagen, für den kurzen Zeitraum. Und wie du auch schon sagtest, wir wollen ja im September, um genau zu sein, vom 24. bis 26. September 2021 mit unserem Zug nach Görlitz fahren. Da er noch keine Zulassung hat, muss dieser dorthin geschleppt werden. Und für die Fahrt dorthin und auch für die Rückfahrt verspenden wir sogenannte Geistertickets. Ab 20 Euro für die zweite Klasse bzw. 30 Euro für die erste Klasse könnt ihr diese erwerben und unterstützt damit das Projekt. Auch bei Interesse bekommt ihr den Fahrplan zugeschickt per E-Mail, dann recht kurzfristig leider. Und in Görlitz wird der Zug dann für die Öffentlichkeit präsentiert werden. Am Freitag haben wir dann noch ein bisschen Medienpräsenz, Presse eingeladen, um den offiziellen Startschuss für das Projekt für die Aufarbeitung zu geben. Und anschließend ist der Zug für die Öffentlichkeit zu besichtigen. Den Samstag haben wir dann, so ist es jetzt geplant, bis 13 Uhr für die Öffentlichkeit den Zug freigegeben zur Besichtigung. Anschließend findet der zweite Spendenlauf statt. Für den 24-Stunden-Lauf suchen wir 24 Laufvereine, Firmen, Privatläufer, Familien, die jeweils eine Stunde mitlaufen möchten. Das Rundengeld bzw. Startgeld als Spende 100 Euro. Je weiterer Läufer möchten wir dann gern noch eine kleine Spende von 25 Euro haben. Dieses einmalig in Deutschland, dass man durch so eine ungewöhnliche Location laufen kann, und wir hoffen da, dass viele Leute auch das Angebot annehmen und im Endeffekt dann dieses Projekt auch unterstützen wollen. Zum Schluss wird es dann eine kleine Siegerehrung geben. Je nachdem, welche Firma oder welcher Läufer am meisten Runden geschafft hat in der Zeit, gibt es dann ein kleines Dankeschön-Präsent von unserer Seite her. Also wenn ihr diese Geisterfahrkarten erwerben möchtet, entweder überweist eine Spende auf unser Spendenkonto mit dem Hinweis Geisterticket oder Geisterfahrt 2021 und eurer vollständigen Adresse inklusive E-Mail, oder ihr wendet euch an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse bzw. auf unserer Homepage findet ihr dazu auch Informationen. Ja, das soll es zum Thema Görlitz von meiner Seite aus gewesen sein und ich gebe zurück an Ingo. Ja, lieber Andreas, danke für deine Ausführungen. Wie er schon gesagt hat, ihr findet die Informationen auch zur Veranstaltung, zum Ablauf nochmal auf unserer Webseite eingestellt, www.svt-görlitz.de. Wir freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen für die Läuferteams.
Wir freuen uns auf zahlreiche Resonanz und Besucher von unseren Fans, von unseren Freunden, von unseren Unterstützern. Ja, und hoffen, dass wir viele davon in Görlitz wieder treffen. Ja, und wieder treffen wollen wir natürlich auch noch ein weiteres Heinzelmännchen-Gesichter hinter den Kulissen. Und da lade ich mir jetzt mal eine junge Frau zu mir ein, die wird auch noch ein bisschen was zu ihren Aufgaben sagen. Gut, danke Andreas, viel Spaß mit unseren Besuchern hier heute wieder im Rahmen dieser Veranstaltung. Und man sieht sich. Genau. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, Freunde, Fans und Unterstützer, wie eben schon angekündigt, wir kommen noch zu einer weiteren Person aus der Kategorie Die guten Geister hinter den Kulissen. Und zu diesem Zwecke möchte ich mal eine junge Dame hier zu mir bitten, das ist die Katja. Hallo Katja. Hallo Ingo. Die Katja wird sich mal kurz vorstellen, was sie bei uns hier so für Aufgaben macht und vielleicht euch schon mal die eine oder andere Frage beantworten. Und dazu übergebe ich jetzt einfach mal an dich. Vielen Dank. Also ich bin Katja Brehm, bin 23 Jahre alt, verheiratet und habe hier vor allen Dingen die Öffentlichkeitsarbeit für Tschechien als Aufgabengebiet, auch ein bisschen für Österreich. Das wächst jetzt gerade und ist im Aufbau. Und dazu bin ich die kaufmännische Unterstützung zu unserem Geschäftsführer Mario Lieb. Katja, eine Frage. Wie bist du eigentlich zu unserem Projekt gekommen? Also machst du das, du machst das ja nicht beruflich, du bist ja im Hauptberuf etwas ganz anderes. Wie bist du zum Projekt SVT, also sprich zu uns eigentlich gekommen? Ja, also das ist eigentlich ganz einfach. Der Zug ist ja medial jetzt schon sehr präsent. Und im letzten Jahr habe ich dann über unser Intranet von der Deutschen Bahn einen Artikel gesehen. Und ich habe ja diese schöne Frontseite des Zuges gesehen und dann war für mich klar, dass ich hier auf jeden Fall dabei sein möchte. Ja, vielen lieben Dank. Also ein weiterer guter Geist, der bei uns hinter den Kulissen arbeitet. Katja hat noch eine ganz besondere Aufgabe bei uns, sie hat es eben schon erwähnt. Sie hält unsere Kontakte zu unseren Freunden und Fans und Unterstützern in Tschechien. Und wenn also eine Anfrage aus Tschechien zu uns kommt, landet die immer bei Katja auf dem Tisch, weil Katja eine ganz besondere Eigenschaft hat, die sie jetzt mal kurz vorstellt und in diesem Sinne auch als Premiere heute unsere tschechischen Freunde und Unterstützer begrüßen wird. Bitte schön. Takže milí přátelé a fanoušci z České republiky, já jsem Katja a když máte k nám některé poptávky a nebo chcete k nám mít kontakt, tak přímo napište ke mně, e-mail vidíte dole a já vám odpovím na e-maily a taky si můžem spolu vyřídit kontakt, abychom přes telefon si dorozuměli a potom bych vám taky nabídla tady prohlídky vlakem v českém jazyce. Děkuji, Katě. Andreas hat es vorhin schon kurz erwähnt, wir haben ja im September noch eine Veranstaltung in Görlitz, wo wir unseren Zug ausstellen. Dort gibt es am letzten September-Wochenende, am 24. bis 26. September, danke Katja, eine Veranstaltung mit einem Staffellauf. Auch hier, glaube ich, bitte ich dich, Katja, unsere tschechischen Fans ganz herzlich nach Görlitz einzuladen zu diesem Event. Und wir hoffen auf zahlreiche Reaktionen auch aus unserem Nachbarland. Takže srdečně vás vítáme v naší, nebo u naší další akce, která bude v Shořelci, takže v německém Görlitz. A budeme tam o posledním víkendu v září, takže 24. až 26. A bude tam taky maraton vlakem, takže můžete tam se přihlásit jako tým a můžete tam vlastně vlakem a kolem vlaku běžet maraton. Ja, liebe Freunde, Fans und Unterstützer unseres Zuges, wir haben natürlich auch im Zusammenhang mit unserer Katja noch ein weiteres Projekt vor. Wir möchten unsere doch recht zahlreichen Fans und Freunde auch in unserem Nachbarland in Tschechien an unserem Projekt teilhaben lassen und planen dazu wenigstens einmal im Jahr einen kleinen Film zu produzieren für unsere Freunde und Unterstützer in Tschechien, den wir dann voraussichtlich auch zweisprachig entsprechend moderieren. Také jsme pro vás připravili takové malé překvapení. Chtěli bychom
pořádit jednou, minimálně jednou za rok vydání v českém jazyce, které bude dvojjazyčné, abyste také slyšeli, co se u nás děje a vidíte tyhle videa také na našem kanálu na YouTube. Ja, dazu laden wir natürlich dann auch die Interessenten ein auf unsere Webseite entsprechend www.svt-görlitz.de. Ich glaube, das war so korrekt. Die haben wir auch auf tschechischer Sprache und dort gibt es auch einen Link zu unserem YouTube-Kanal, wo dieser Film dann entsprechend auch abrufbar sein wird. Na naší webové stránce vidíte také informace v českém jazyce a také tam najdete odkazy na naše média, takže na YouTube, i na Instagram, i na Facebook. A když nám tam napíšete komentáře, tak vám i na tom odpovíme v českém jazyce. Děkuji. Damit wollen wir uns verabschieden in die Sommerpause. Wie eingangs schon erwähnt, wir arbeiten alle ehrenamtlich neben unserem Beruf, neben unseren Familien, in unserer Freizeit für dieses Projekt. Auch unsere Tage sind mit 24 Stunden relativ begrenzt. Wir danken euch fürs Zuschauen, für eure Anteilnahme, für eure Unterstützung, die ihr uns allen habt zuteil werden lassen, aus dem Inland, aus dem Ausland. Und wir freuen uns, euch im September hier auf diesem Kanal und auch bei den dann hoffentlich auch möglichen Veranstaltungen hier wiederzusehen, begrüßen zu dürfen. Haltet uns die Treue. Wir wünschen euch einen schönen, gesunden Sommer und sagen Tschüss und auf Wiedersehen bis zum September. Vielen Dank. Tak teď následuje taková letní přestávka tady s našimi filmy. Těšíme se, že nás tak pilně podporujete a děkujeme vám za přízeň a doufáme, že se také zase vidíme od podzimu, taky tady s pohlídkama, vlakem. A děkujeme vám za podporu, za přízeň, za reklamu našeho projektu. Říkáme nashledanou a těšíme se na příště. Ja, das war sie auch schon wieder, unsere Juli-Ausgabe oder besser gesagt unsere etwas andere Juli-Ausgabe von Ein Zug für Mitteldeutschland. Wir hoffen, euch hat die Ausgabe gefallen und wir würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wie Ingo schon sagte, Ende September geht es weiter. Wir begeben uns jetzt erstmal in die Sommerpause. Wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.